Ja, hallo. Ich sitze hier mit Marte von Fairplayed, einer neuen Crowdfunding-Plattform. Als allererstes, wie wäre es, wenn du uns einfach mal was über Fairplayed erzählst? Was macht ihr genau? Fairplayed ist eine Crowdfunding-Plattform, wie du schon richtig gesagt hast, für Sportvereine, also speziell für die Nische Sport, Sportvereine, Sportler, Institutionen, die Sportprojekte durchführen. Das heißt, sie sind einfach eine Online-Plattform, auf der Sportvereine Projekte einstellen können, für die sie noch Gelder benötigen. Ja, neue Trikots, neue Bälle, ein neues Stadion muss gebaut werden, also jegliche Größenordnung kann da auch dabei sein. Warum habt ihr euch gerade für das Crowdfunding für Vereine entschieden? Ja, Vereine für Sportvereine, ja. Also ich bin selbst im Sportverein aktiv. Ich bin Abteilungsleiterin Basketball beim MTV Stuttgart. Und dadurch, dass ich dort auch arbeite und einfach viel im Verein aktiv bin, weiß ich, dass die Vereine immer Probleme haben, an Gelder zu kommen, weil normalerweise die ganze Jugendarbeit ist immer ein Verlustgeschäft. Diese Lücke wird normalerweise durch Sponsoring geschlossen. Wenn man jetzt aber so wie ich zum Beispiel Damenbasketball spielt, dann ist es einfach schwierig, überhaupt Sponsoren zu gewinnen, weil man für die einfach nicht attraktiv ist. So, jetzt unterscheidet ihr euch zu anderen Plattformen darin, dass ihr euch auf Sportvereine fokussiert. Habt ihr noch ein anderes USP? Ja, das haben wir. Und zwar ist es so, dass Unterstützer, die auf unserer Plattform Sportprojekte fördern, nicht nur rein spenden können oder auch Vereinsprämien sich holen können, wie Sponsoringleistung oder das Treffen mit dem Starspieler oder wie es beim Crowdfunding ja üblich ist, sondern Unterstützer können sich bei uns auch belohnen lassen, in Form von exklusiven Gutscheinen und Rabatten. Das heißt, beispielsweise jemand, der ein Projekt mit 5 € fördert, kann dafür einen 10-Euro-Gutschein erhalten. Das heißt, er bekommt von dem Unternehmen nicht nur seinen Einsatz eigentlich wieder zurück, sondern er erhält auch noch mehr da zurück. Was ist denn aus eurer Sicht, als aus der Sicht von Fairplayed, wichtig für den Verein zum Durchführen einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne? Wichtig bei dem Crowdfunding-Projekt ist auf jeden Fall auch die Vorbereitung. Das heißt, die Sportvereine müssen natürlich erstmal für was wollen sie überhaupt Geld haben? Wo können sie überhaupt Geldgeber generieren? Und dann natürlich die Vorbereitung, ja, welche Prämien stelle ich ein, wie kann ich das Projekt überhaupt vermarkten, wen gehe ich da an, die Fans, haben wir eine Facebook-Gruppe, E-Mail-Verteiler etc., wie baue ich das dann auch so ein bisschen auf? Und dann während der Finanzierungsphase ist es natürlich auch wichtig, einfach die Leute persönlich anzugehen, auch emotional anzugehen. Häufig sind die Unterstützer ja dann auch Eltern, Verwandte, Freunde, auch wirklich zu sagen, helft uns, unterstützt uns. Und dann auch wirklich persönlich, nicht nur über den Verteiler, sondern jeden auch einzeln persönlich anzugehen, ist auch ein bisschen ein Aufwand, ist ja dabei. Und die Leute auch immer wieder dran erinnern und die vergessen es einfach immer. Und da muss man sie immer wieder dran erinnern. Und dann denke ich, wird es auch ein Erfolg werden. Und wir helfen ja auch dadurch, dass wir diese Gutscheine dabei haben, auch diese Unterstützer ein bisschen leichter zu finden, weil man ja nicht nur das gute Gefühl bekommt, wenn man unterstützt, sondern man hat ja auch noch ein bisschen einen finanziellen Mehrwert. Ja, wunderbar. Das wären eigentlich auch schon die Fragen. Ich würde mich einfach ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ich glaube, ihr habt da wirklich eine gute Sache geschaffen und das geht weiter. Ja, danke schön.